Was ist das? Das ist irgendwie gerade so, als würde ich mir so eine extra Schicht ölige Foundation auftragen. Was ist es? Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir starten, möchte ich eine Sache kurz loswerden, weil mich das jedes Video übernervt. Meine Haare, die sehen einfach in jedem Video gleich aus. Und das hat den Grund, dass ich meine Haare nicht machen kann. Ich wollte eigentlich jetzt extra für dieses Video mir schöne Locken machen, so richtige Volumenlocken. Meine Locken sind einfach hier unten. Also ich habe immer nur so eine untere Locke und ich schwöre, ich starte aber meine Locken hier oben. Und ich weiß nicht, was mit denen passiert, aber innerhalb von einer Stunde gehen alle Locken ganz weg, bis auf diese zwei Kringel da unten, die man aber in der Kamera nicht sieht, weil meine Haare zu lang sind. Ja, das wollte ich nur kurz loswerden, einfach weil ich das Gefühl habe, auf YouTube sind alle immer so schön gestylt und ich probiere mein Bestes, aber ich kriege es einfach nicht hin. Jedenfalls geht es heute, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt, um Adventskalender. Ich habe extra meinen Weihnachtscardigan angezogen, damit das heute passend ist. Und da gibt es heute mal wieder eine kleine Challenge. Ja, ich weiß, ich mache sehr oft Challenges auf diesem Kanal, aber ich liebe das einfach. Ich habe mir nämlich relativ viele Adventskalender gekauft und ich werde mich jetzt mit Produkten aus den Kalendern schminken. Aber, und es kommt jetzt ein großes Aber, ich weiß nicht, welche Produkte da drin sind. Und ich werde mir jetzt für jeden Make-up-Step ein Kästchen oder Türchen aussuchen. Und was da drinnen ist, das muss ich dann für diesen Step verwenden. Muss. Also egal, was ich bekomme, es könnte jetzt auch sein, dass ich den Lidschatten machen möchte und dann einen Primer bekomme und ich muss es dann verwenden. Und ich werde natürlich versuchen, das Beste draus zu machen. Also ich will halt, dass der Look am Ende relativ gut aussieht. Ich habe übrigens so ein ähnliches Video schon bei der Sophie, glaube ich, heißt die, gesehen. Die verfolge ich voll gerne, die macht richtig coole Videos, schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei. Ich habe das Ganze auch so ein bisschen umgeändert und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das gleich ablaufen wird. Ich zeige euch mal ganz schnell die Kalender, die ich jetzt gleich verwenden werde. Und zwar habe ich einmal den Maybelline-Kalender. Ich darf übrigens hinten nicht schauen, weil da stehen meistens die Produkte drauf oder sind sie sogar abgebildet. Und, Leute, oft wenn ich so Challenges mache, kriege ich so Kommentare wie "Guck schon mal nicht." Und sowas verletzt mich voll, wisst ihr warum? Weil ich hasse Schummeln. So, ich hasse es, wenn Leute in Spielen schummeln. Ich schummel nie selber. So, ich finde, das verdirbt dann immer das ganze Spiel. Und für mich ist es gar nicht so das Ziel, jetzt so den perfekten Look hinzubekommen. Also natürlich versuche ich jetzt mein Bestes, aber ich will ja auch, dass es ein lustiges Video ist und es macht mir auch Spaß, so wenn ich da so richtige lustige Challenges bekomme. Also ich weiß wirklich nichts von diesen Adventskalendern. Ich habe das vielleicht teilweise schon mal so online gesehen, aber das hätte ich jetzt auch schon wieder alles komplett vergessen. Also wirklich Ehrenwort, ich schwöre auf alles. Ich weiß von keinem einzigen Türchen, was da drinnen ist. Dann habe ich den NYX Adventskalender. Da habe ich schon das eine Türchen aufgemacht. Ja, das scheidet natürlich aus. Das wäre natürlich Schummeln. Das ignorieren wir hier einfach. Aber bei den anderen Türchen kann ich natürlich auch was rausholen. Dann den süßen Essence-Kalender. Und diesen gigantischen Crash Cosmetics Kalender von Luisa. Die war so lieb und hat mir den zugesendet und ich habe mich so gefreut. Wie gesagt, darf ich mir für jeden Step ein Türchen selbst aussuchen. Natürlich werde ich dann versuchen, irgendwas Gutes zu ziehen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Lippenstift will, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht dieses Türchen machen, weil da ist, nehme ich mal an, kein Lippenstift drin. Ich würde dann wahrscheinlich eher irgendwas Kleines nehmen, vielleicht sowas in der Art. Aber ich weiß ja trotzdem nicht, ob dann wirklich ein Lippenstift drin ist. Also es kann ja eigentlich dann theoretisch auch alles sein. Es könnte auch sein eine Mascara oder ein Pinsel oder so. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich schon meine Base geschminkt. Also Foundation und Concealer und Puder. Weil das einfach in Adventskalendern nie drinnen ist. Weil natürlich jeder eine andere Farbe hat. Das wäre dann unfair mir gegenüber, wenn ich nicht mal die Chance dazu hätte, das richtige Produkt zu ziehen. Und deswegen starten wir jetzt mit den Augenbrauen. Oh Gott. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, ob in den Adventskalendern Augenbrauenprodukte drin sind, weil da ja auch jeder eine andere Farbe hat. Das heißt, es könnte schon mal ein schwieriger Start werden. Ich werde jetzt aber trotzdem mir hier irgendwas aussuchen, weil noch mehr schummeln geht jetzt nicht. Also gut wäre, wenn ich jetzt einen Augenbrauenstift ziehen würde oder irgendwie einen Lip Liner oder irgendwas Braunes, das ich verwenden kann. Irgendwie lacht mich dieses Kästchen hier an. Wow, das ist die Nummer 19. Erster Blick. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist ein Kajal. Aber ein schwarzer. Wenn ich schwarze Haare hätte, hätte ich jetzt echt Glück gehabt. Aber okay, ich werde es versuchen, nur so ganz leicht aufzudrücken. Oh Gott, warum ist er so stark pigmentiert? Okay, wisst ihr was?
je mehr ich mache, desto schlimmer wird es, deswegen höre ich jetzt einfach auf. Weiter geht's mit etwas hoffentlich einfacherem, und zwar zuerst Bronzer und dann Blush. Und ich glaube, ich nehme dafür den Essence-Kalender. Ich finde, Essence hat immer voll süße Bronzer und Blushes, deswegen hoffe ich, ihr enttäuscht mich jetzt nicht. Also der ist so aufgebaut, dass man das hier rauszieht und dann hat man solche Dinger. Aber was nehme ich jetzt davon? Nummer 1 sieht gut aus, 24, 13 sieht auch gut aus. Ich glaube, ich nehme Nummer 1 für Bronzer. Okay. Ich habe einen Blush gezogen, aber ich muss jetzt als Bronzer verwenden. Aber irgendwie verwende ich Bronzer und Blush eh immer so halb auf denselben Stellen. Aber was ziehe ich jetzt für Blush? Ich nehme jetzt mal die untere Lade. Und als Blush nehme ich die Nummer 18. Hilfe, oh mein Gott. Ah! Komm schon, sei ein Blush oder Bronzer. It was at this moment that she knew. She fucked up. Oh oh. Was ist das? Hilfe. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz durchdacht. Ich dachte irgendwie, da ist überall nur Make-up drin. Das sind so Haargummis, die sind echt süß. Soll ich einfach noch eins aufmachen? Sagen wir, wenn kein Make-up drin ist, dann darf ich noch ein Türchen öffnen, weil keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Einfach gleich das daneben. Ich nehme Nummer 3, okay? Wenn da jetzt wieder kein Make-up drin ist. Perfekt. Eyeshadow Base. Wisst ihr noch, wo ich am Anfang geschworen habe, dass ich nicht schummeln werde? Ich dachte nämlich, ich muss euch das extra schwören, weil ich diese Challenge so zerlegen werde. Ich dachte wirklich so, ich werde immer so das Richtige ziehen. Ich werde richtig gut sein. Ach du Heilige. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Creme-Produkt als Blush verwenden soll. Wenn die wenigstens umgekehrt wären, so das als Creme-Bronzer noch oder so und dann das als Blush, dann wäre es perfekt gewesen, aber nein! Aber schaut einfach mal, wie schön dieses Blush bitte ist. So, und das trage ich jetzt einfach da auf, wo ich normalerweise so mein Bronzer so ein bisschen auftragen würde. Und auch auf der Stirn und so. Da trage ich normalerweise keinen Blush auf. Und jetzt kommen wir zum Problemfall. Ich würde sagen, ich trage das einfach mit meinem Finger auf. Ah, okay, und das ist auch nicht so pigmentiert, das ist eher so ölig. Was mache ich jetzt damit? Das ist irgendwie gerade so, als würde ich mir so eine extra Schicht ölige Foundation auftragen. Aber okay, es wird echt schlimmer gehen. Stell dich mal vor, so Mascara oder sowas. Gut, soll ich jetzt weitermachen mit Lidschatten oder Highlighter? Aber ich glaube, bei Highlighter wird es wieder schief gehen, deswegen will ich irgendwie bei Lidschatten weitermachen, damit ich endlich was richtig mal habe. Ich hatte nämlich vorhin schon bei diesem Essence-Dings da hat mich schon das hier so angelacht, die Nummer 13, weil ich mir denke, ist relativ groß. Da könnte so eine kleine Palette drin sein. Wenn hier jetzt irgendwas anderes drin ist. Das sind solche Sticker-Dinger. Wisst ihr was? Ich darf nicht schon wieder irgendwie was auslassen. Ich mache jetzt einfach mit denen so einen coolen Look, also hier um die Augen herum. Ist kein Lidschatten, aber kann man trotzdem so um die Augen tragen. Ich wollte eigentlich nur, dass es am Ende halbwegs cool aussieht und das kann es ja mit denen noch immer. Ich muss mehr positiv denken. Vielleicht war das so ein Zeichen, dass ich mal so ein bisschen kreativer. Wo fallen die überhaupt hin? In meinen Ausschnitt? So ein bisschen kreativer werden soll. Wehe, du klebst jetzt nicht. Okay, was meint ihr? Ich habe es mir irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Es geht weiter mit Eyeliner. Und ich nehme jetzt den Riesenkalender von Luisa. Ich würde sagen Nummer 14. Ist lang und dünn. Das könnte ein Eyeliner sein. Noch ist es vielversprechend. Please. Was ist das? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es ist ein Eyeliner Deep Black. Und ich glaube, es ist sogar ein richtig cooler Eyeliner von Luvia. Ah, oh mein Gott, wir haben einen Eyeliner. Das hier ist er. Und damit ziehe ich mir jetzt zwei Wings. So gut, dass halt möglich ist mit den Steinen. Ich versuche halt irgendwas Cooles zu machen. Yay! Okay, wenn ich jetzt noch eine Mascara ziehe, dann sind die Augen gar nicht mal so schlecht. Okay, aber Mascara ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, ich brauche irgendwie ein Türchen, das auch lang ist, aber nicht ganz so dünn. Es ist mal Zeit, ein Türchen hier zu öffnen. Was wäre denn hier eine Mascara, ist die Frage. Ich mache die Nummer 26 auf. Ihr seht es zuerst, okay? Was ist es?
mein Highlighter. Der nächste Step wäre ein Highlighter gewesen. Wieso jetzt? Wieso? Wisst ihr was? Vielleicht starten wir jetzt einen neuen Trend. Die Highlighter-Wimpern. Vielleicht sieht das ganz cool aus. Wem mache ich was vor? Das wird schrecklich aussehen. Okay, ich quetsche mir jetzt ein bisschen was aus der Tube und räume mir das auf die Wimpern auf. Oh, du Heilige. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass es gleich zum Brennen beginnt. Wie sieht's aus? Schrecklich. Mhm, schön schmierig. Schön glänzend. Schön zusammenpickend. Als Highlighter wäre das bestimmt so schön gewesen. Aber vielleicht ziehen wir jetzt noch ein Highlighter. Wisst ihr was? Wir hatten gerade so Glück bei dem Kalender von Luisa. Deswegen nehmen wir den jetzt gleich nochmal. Okay, was könnte hier ein Highlighter sein? Was könnte ein Highlighter sein? Okay, ich versuche das jetzt irgendwie so mit Intuition. So. Das ist die Nummer 13, Nummer 1, Nummer 4. Was könnte es sein? Es ist die Nummer 4. Okay, 4. Das hier ist ein Highlighter. Es könnte noch ein Highlighter sein. Es könnte ein Highlighter sein. Bist du ein Highlighter? Ja, ich bin ein Highlighter. Okay. Please. Wir haben ein Blush mit Schimmer. Gar nicht schlecht. Okay, okay, gar nicht schlecht. Danke, Luisa, für deinen tollen Kalender. Der rettet mich mal wieder. Okay, ich gehe mit meinem Highlighter-Pinsel rein. Ich nehme einfach ein bisschen was. Also von der Seite auf jeden Fall sehr schön. Von vorne so ein bisschen ein rosaner Streifen. Okay, ich verblende es noch so ein bisschen besser. Andere Seite. Können wir mal drüber sprechen, dass ich für Bronzer und Highlighter Blush gezogen habe und für Blush nicht. Hey, ich glaube, uns fehlen jetzt nur noch die Lippen. Okay, da verwende ich jetzt wieder den NYX Cosmetics Kalender, weil, keine Ahnung, ich habe einfach ein gutes Bauchgefühl. Ich habe mir vorhin schon so ein bisschen gedacht, da ist irgendwie alles so klein und dünn, also es schaut alles so lippenmäßig aus, also könnte ich da Glück haben. Aber was mache ich jetzt auf? Ich nehme die Nummer 25, okay? Ihr dürft jetzt wieder vor mir schauen. Ich muss das nur irgendwie aufkriegen. Okay, bereit? Ist es ein Lippenstift? Yes! Ach, es ist so ein schönes Gefühl, das letzte noch richtig zu haben. Und wir haben auch eine voll schöne Farbe gezogen. Und zwar ist es ein Buttergloss. Ich liebe die Buttergloss. In Creme Brûlée. Mmh. Boah, der riecht gut. Das ist der fertige Look. Ja, also ich würde sagen, ganz ehrlich, bis auf die Wimpern ist er gar nicht mal so schlecht geworden. Ich finde ihn sogar relativ cool. Das mit den Stickern finde ich ganz witzig. Ich glaube, die Augenbrauen stören auch irgendwie. Aber es hätte noch viel, 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 viel schlimmer kommen können. Also bin ich schon ganz schön stolz auf mich. Das hat auf jeden Fall extrem Spaß gemacht. Es wird übrigens nochmal eine Adventskalender-Challenge kommen. Die wird aber noch um einiges verrückter. Das sollte wahrscheinlich so in 1 bis 2 Wochen online gehen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert mich sehr, sehr gerne. Gebt dem Video auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, falls es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin, frohe Weihnachten!